Leute, herzlich willkommen zurück zu Transportfieber mit dem lieben Alex auf der USA-Karte, meine lieben Freunde. Ja. So, du musst Hallo sagen. Hallo. Du hast zu viel gesprochen, da dachte ich mir, es ist ganz unpassend danach. Okay. Aber guck mal, wie viele hier auch warten. Vielleicht sollten wir das wirklich erstmal in Angriff nehmen und hier noch eine Tram einrichten. Oder? In der Stadt. Können wir auch machen. Weil hier ist halt ein mega Verkehrschaos auch. Moreno. Und die haben... Na gut, jetzt sind sie bei 27%. Das ist auf jeden Fall hochgegangen mit unserer Brücke hier. Ja. Das hat was gebracht. Vom Bahnhof an diesen zwei Haltestellen, die da oben so voll sind, zum Hafen die Tram bauen. Ich glaube, weißt du, was echt auch ein Problem ist? Was denn? Na, diese Mini-Brücke hier, ne? Aber die kannst du halt nicht ausbauen, das war ja das Problem. Hm. Also was willst du bauen, mein, was nochmal? Ich würde vom Bahnhof, da über die zwei, wo viel los ist, am LKW-Depot vorbei zu der Einhaltstelle, wo noch viel los ist, und dann runter zum Hafen bauen. Ja gut, warte, dann fangen wir erstmal an hier. Du kannst das Bestehende nutzen, du brauchst keinen neuen bauen. Du musst nur aufrüsten mit Schienen. Stimmt, ja. Gut. So. Wir haben aber noch keine Schienen. Das ist das Problem. Das andere ausholen, da gibt's Schiene. Diese Hand mit dem Werkzeugschlüssel. Tramgleis hier. Hab ich doch. Ja, du brauchst ja nicht neu bauen. Ne, mach ich doch auch nicht. Das ist Aufwerten. Das ist ja Aufwerten, da machst du ja auch die Straße breiter. Jetzt kommt drauf an. Ja, nee, warte mal. Die müsste ich ja nur nehmen hier. Große Straße. Okay. Busspur, machen wir mal ja. So, jetzt haben wir hier Tramgleise, ne? Ja. Ja. Okay, wo wollen wir hin? Also wie fahren wir? Geradeaus hoch und dann eben links. Was, geradeaus und hoch? Ja, so links hoch. Ja, da lang, genau. Da lang? Ja. Und dann hier hoch? Ne, genau da hoch. Genau, und dann wieder links. Und die zweite Straße links rein. Genau, jetzt durch die Ortsmitte einmal durch. Bis zur nächsten Haltestelle vom Bus, die noch ist. Der kommt. Genau, und dann würde ich eben noch hoch zum Hafen bauen. Weil da auch immer viele Leute ankommen. Ja, wo lang? Einfach so, wo oben die Bushaltestelle ist, noch vorbeigehen, dass du da auch anhalten kannst mit der Tram. Oder so, genau. Vielleicht hier hinten noch lang? Aber, ja, da ist einfach genau, nee, da wo du warst. Da oben, wo du reingebaut hattest. Vielleicht einfach rechts lang und dann zum Bahnhof vor. So. Denke, so soll das passen, oder? Genau, kannst du noch ein paar neue Haltestellen bauen? So. Warte mal, dann können wir auf jeden Fall hier eine hinmachen. Können auf jeden Fall hier eine hinmachen. Genau. So. Dam. Hier oben haben wir eine. Können wir hier noch eine hinbauen? Genau. So, das müsste eigentlich passen. Da links, und genau wo Moreno Valley steht, da links drunter, würde ich auch noch eine hinbauen. Hier? Genau. Gut, so, jetzt brauchen wir erstmal eine neue Route. Neue Linie. Und zwar. Tram. Was ist das, Moreno? Nee.
doch. Ist das Moreno? Moreno? Ich glaube schon. Tram Moreno. Na, wird nicht angezeigt. Gut, Haltestelle hinzufügen. Also, wir starten hier. Genau. Fahren hier hoch. Hier rüber. Den müssen wir aufrüsten noch, scheiße. Genau, das machen wir. Oh, warte mal, der ist auf der falschen Seite. Ja, da kannst du ja noch eine hinsetzen, dass er auf der Hin- und Rückfahrt hält. Warte. Besten direkt gegenüber, weil dann heißt sie genau hier. Genau. So, Haltestelle hinzufügen. Dann fährt er hier runter. Dann wählen nochmal die 5 aus. Achso, wähl mal die 3 aus und tu die nochmal hinzufügen, dass er auch beim Hochfahren da anhält, würde ich sagen. Zum Hafen. Na wieso? Fahren. Der kommt jetzt hier. Fährt hier lang, ja, hier lang, hast du fährt da oben hoch. Auch so Schienen gebaut, weil da hast du ja keine Schienen gebaut, so wie es ist. Ja, ja, das muss ich ja nachholen. Hast du recht. Die 5, dann wäre hier die 6. Das ist auch auf der falschen Seite hier. Ist ja auch noch einen hinbauen. So. Das ist halt von den Bussen die Haltestellen noch so. Dann hier. Dann hier, ne? Links kannst du auch noch mitnehmen, wenn du möchtest, dass er da dann dreht. Wo jetzt die eine Person gerade angezeigt wird. Ja, aber das deckt ja das Gebiet ab. Also ich denke, das passt. So, warte mal, dann hier auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall und dann war's das. Dann war's das. So, und jetzt müssen wir das hier noch ausbauen. Straße. Busspur ja, Tramgleis ja. Muss ganz also, auch einfach den Busbahnhof, glaube ich, ausbauen, oder? Ja, ja, aber ich muss ja das hier noch. Achso, nee, das habe ich. Okay. Und jetzt gehen wir mal auf die Linie. Dann müsst ihr das theoretisch auch so übernommen haben, dass du keine extra neuen Gleise bauen müsstest. Warte, speichert wieder. Ach, katastrophal. So. Dran. Moreno. So, passt doch, oder? Na, die Farbe vielleicht mal, dann sieht man das besser, weil dieses sehr ähnlich. So. Ja, das passt doch. Aber ich muss den hier oben noch aktualisieren. Ach nee, der hat jetzt Tramgleise. Aber der ist nicht elektrisch, oder? Ist aber generell nichts elektrisch. Doch, der Rest ist schon elektrisch. Nee. Nicht? Nee. Das hättest du vielleicht mal auswählen sollen, weil die ja elektrisch fahren, die Trams. Ja. Warte mal, Straße. Tramgleis. Elektrisch. Müssen wir das noch machen hier? So, warte mal. Da lang. Du musst einen da links. Genau. Oh fuck, das war nicht gerade sehr schlau. Hier kam er wieder rot. Wow. Was mache ich denn? Hier war's. Dann war es hier runter. Wie gesagt, du kannst auch rechts dieses mit einem Schraubenschlüssel nehmen, da kannst du auch nur die Tram-Erweiterung hinzumachen. Ach so, ja, da hast du auch wieder recht. Was ich vorher meinte, was vielleicht einfacher und sicherer ist. Ja. So, müsste passen, oder? Ja. Das haben sie auch. Passt. Sehr gut, so, pass auf, jetzt. Ein Depot noch bauen für die Tram. Ja. Du baust vielleicht unten am Hafen. Und da wäre direkt am Gleis fast. Soll nur das Stück noch ausbauen.
So, passt. So, und dann kaufen wir mal ein paar Trams. 17, 50 km/h. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ab geht der Peter. So, jetzt aber go, go, go. Du musst Linie zuweisen, alle machen. Du hast nur die einzelne losgeschenkt. Ja. So, okay, die fahren los. Ich bin wirklich gespannt. Und jetzt nehmen wir aber mal unsere... Warte mal, wie sieht's hier aus? Oh, guck mal hier. Dadurch, dass sie jetzt so viel laden können und so schnell sind... Wie viel laden die mittlerweile? 19, ja gut. Das ist natürlich echt heftig, ne? Kannst ja 4, sag ich mal, verkaufen. Ja. So. So. Okay, das sollte passen. So, wie sieht's hier aus? Oh, die Produktion ist wieder runtergegangen. Na gut. So, und jetzt fangen wir erstmal an, unsere Zugstrecke zu bauen. Hochgeschwindigkeit mit Oberleitung, ja. Und dann werden wir definitiv hier die zwei nehmen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin wollen. Wir wollen erstmal hier oben zu Winston. Das heißt, die Richtung ist ja schon mal eine ganz gute hier. Beziehungsweise vielleicht erst in Winston erst den Bahnhof bauen, dass du weißt, wo du hin musst. Muss noch mal gucken, ganz kurz. So, Bahnhof, Bahnhof, Bahnhof. Machen wir gleich maximale Länge. Machen wir mal 4 Gleise. Gleistyp Hochgeschwindigkeit, Oberleitung, ja, zweiter Straßenanschluss. Nein. So. Vielleicht unten einfach da an die Straße ansetzen, die da passend ist. Ja, wenn denn hier, oder? Die eins rechtzeitig genommen. Die? Ja, dann. Aber weil wir direkt hier nach oben weiter wollen, ne? Wir müssen ja hier hin. Ja, geht auch. Sonst haben wir so einen großen Bogen dort. Bossung. So. Okay, dann schauen wir mal. Was kommt jetzt? Eine neue Tram. Was sonst? Wenn es eine Tram war, bin ich mir nicht so sicher gerade. Na, ich würde eher sagen, das war ein Lok. Warte mal, das geht mit 300. So, einfach mal die Gleise zum Bahnhof hin, dann zeigt es der Stück sehr vor, wie es gebaut hat, ja. Nee, eben nicht. Du musst ja näher gehen, mal, so mal ran, du musst ja ans Gleis genau anschließen. Ah ja. Passt eigentlich. Machen wir so. So, war der dann hier noch? Denn der? Also es ist abnormal krass, wie es ableckt. Das ist echt der Hammer. Umso länger du hier bauen willst, umso mehr leckt das hier ab. Das ist echt übel. Du musst jetzt stückchenweise nehmen, wir einen anderen ja herbauen, sonst geht's nicht. Okay. Alter, wir sind fast bei 500 Millionen, ne? Läuft.
verdammt hier. Ja. So. Weißt du, was ich mir überlege? Die Straßen, die so viel befahren sind. Ja. Warte mal. Ja. Gesundheit. Ah, danke. Bauen wir mal hier direkt zwei Stück ein. So, die zum Beispiel hier, ne? Sich hier vielleicht auch so ein Überlandbus lohnen würde. Weißt du? Ja, die Strecken sind aber mit dem Zug verbunden, da lohnt sich das ja nicht dann wirklich. Ja, ja, ich weiß. Alter. Der Zug ja schneller ist. Was ist denn hier los? Ah, läuft. Siehst du, wie viele Leute da als der Tram warten? Mal drauf, warten bestimmt auf die Tram. Ja, ja. Bus, Tram, ja, 67 ja, für dann kauf mal noch ein paar, würde ich behaupten. Und mal 10 Stück. Meinst du viel gleich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir nochmal 8. Und dann, Moment. Linie Moreno. Okay, auf geht's. So, na gut, schicken wir die auch nochmal los. Mal gucken, wie die Drums wirtschaftlich sind. Minus, ja, super, läuft, ne? Ja, noch. Ist ja erst gerade losgefahren. Dauert ein bisschen. Du sollst aber jetzt vielleicht mal die Schiffe austauschen, was du noch machen wolltest, bevor du weiter baust. Weil da stapeln sich die Leute auch schon ganz die Zeit. Ja. Ja, weil die einfach zu langsam sind. Das ist echt das Problem an der Sache. Ja, die zwei Kähne da oben, die fahren direkt hintereinander. Das ist natürlich auch Bretthol. Ja. Schickst du einfach alle ins Depot und kauf 10 neue, sag ich jetzt mal. Schiffe. Genau, da weil sie auch manch kauft. So, okay, die gehen erstmal alle zurück. Und wir kaufen die schnellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Das Problem ist, die werden wir wahrscheinlich einzeln losschicken müssen. Ne, mach einfach Linie zuweisen und alle, die verteilen sollen, verteilen sich dann von selbst. Okay. Und als Zuschauer siehst du ja, der eine wird wahrscheinlich geradeaus fahren, der andere rechts, der andere links. Alter. Warum fahren die nicht? Wahrscheinlich nicht frei. Oh, was kommt denn jetzt schon wieder? Was ist denn das? Flugzeug, Zug, Tram und Bus. Alles auf einmal. Ja, super. Richtig gut. Ach, sinnlos noch einmal. So, Flugzeug. Was? Concorde. Die muss wahrscheinlich richtig, richtig schnell sein. Ja, aber das wird sich nicht lohnen. Die Strecke ist zu kurz. 2100 km/h. Wow. Ja, sind aktuell mit welchen unterwegs? Mit denen hier, ne? Ich glaube, ja. Okay. Wow. Okay. Was noch? Zug. Bus und ein Zugwaggon für Personen. 33. Super. Das ist aber auch nicht schnell. 140 nur, ne, stimmt. Gut, so. Jetzt. Okay, die flitzen schon mal los. Alle in dieselbe Richtung. Sehr geil. Oh oh. Was machen die? Einfach mal, siehst du, die planen sich von alleine auf. Okay, gut. Wir machen aber auch erstmal kurz Feierabend.
Nächste Aufnahme auf jeden Fall. Wow. Nächste Aufnahme auf jeden Fall hier die zwei Städte noch anbinden und da erstmal einen Zug losschicken. Das denke ich ist erstmal ganz wichtig, dass das ein bisschen in Schwung kommt. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.